Die Professur für Geodäsie und Geoinformatik hat sich in der Forschung seit vielen, vielen Jahren mit WebGIS-Technologien und Geodateninfrastrukturen beschäftigt und insofern auch den Bezug zu offenen Geodaten hier gefunden. In der Lehre sind wir im Umweltbereich tätig, sowohl für Fernstudenten als auch für Präsenzstudenten und haben hier auch natürlich sehr viele GIS-Anwendungsbeispiele, die unsere Studierenden interessieren. Zudem haben wir uns schon sehr früh mit E-Learning auseinandergesetzt und können auch auf der Schiene Kompetenzen einbringen. Die Professur für Geodäsie und Geoinformatik koordiniert das Gesamtprojekt Open GeoEDU. Wir erstellen und betreiben die Online-Lernplattform. Zudem erstellen wir eigene Fallbeispiele, so zum Beispiel im Kontext der Elektromobilität oder zum Thema Umgebungslärmkartierung. Darüber hinaus stellen wir ein Dachportal zu offenen Geodaten bereit, sodass also unsere Interessenten sich über die verfügbaren Geodaten hier informieren können. An der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock beschäftigen wir uns in der Forschung schon seit langem mit WebGIS-Technologien und Geodateninfrastrukturen und sind insofern auch schon mit offenen Geodaten in Berührung gekommen. In der Lehre sind wir im Umweltbereich tätig, sowohl für Fernstudenten als auch Präsenzstudenten, und da ergeben sich natürlich auch ganz viele GIS-Anwendungen, die für eine Nutzung mit offenen Daten interessant sind. Zudem haben wir uns eigentlich schon sehr früh an der Professur auch mit E-Learning-Kontext beschäftigt und hier auch eigene E-Learning-Inhalte eingestellt. Die Professur für Geodäsie und Geoinformatik koordiniert das Verbundprojekt Open GeoEDU mit vier weiteren Partnern. Wir erstellen selbst eigene Lernbeispiele, so zum Beispiel im Kontext Elektromobilität und Umgebungslärm, und wir betreiben die Online-Lernplattform. Zudem haben wir ein Dachportal für offene Daten angelegt, sodass Interessenten sich dort also sehr schnell informieren können, welche offenen Geodaten überhaupt im deutschsprachigen Bereich verfügbar sind. Im Wintersemester 2018/2019 ging der offene Online-Kurs zu offenen Geodaten erstmals in Betrieb. Aktuell verbessern und aktualisieren und erweitern wir unsere Lernplattform, um zum 1. April in das neue Sommersemester zu starten. Ziel von Open GeoEDU ist es, eine Plattform zu etablieren, die von Studierenden im deutschsprachigen Raum genutzt werden kann und die durch Lehrende in unterschiedlichen Studiengängen ebenfalls genutzt und auch aktiv weiter betrieben werden soll, um somit eine nachhaltige Bereitstellung dieser Plattform zu sichern.